Sie sind hier, 14. September 2018, 21.07 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Stefan Fürstner feierte mit Eintracht Braunschweig den ersten Saisonsieg. Urheberrecht Getty Images am 7. Spieltag der 3. Liga feiert Eintracht Braunschweig den ersten Dreier. Ein Doppelschlag in den letzten 10 Minuten sorgt für die Entscheidung. Der frühere deutsche Meister Eintracht Braunschweig hat in der dritten Liga nach langem Warten seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Spieltag bezwang der Zweitliga-Absteiger durch die späten Tore von Jari Otto 81. 90. 3 Carl Zeiss Jena mit 2:0, 0:0. In der 85. Minute sah Jenas Florian Brühlmann wegen groben Foulspiels die rote Karte. Braunschweig stockte sein Konto auf 6 Punkte auf und verließ zunächst die Abstiegsplätze. Jena, 10, verpasste den vorläufigen Sprung auf die Aufstiegsplätze, DATENCENDER, die Tabelle.